Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Quiz Alive. Wir haben für euch heute 5 Fakten über Shisha vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wie ihr noch seht, wir haben Shirts von unserem Kanal machen lassen. Und hier haben wir den Knusti und den Aaron Street. Aaron, genau. Und falls ihr euch fragen, nein, diese Shirts kann man sich nicht kaufen. Falls ihr aber doch Shirts von uns wollt, Merchandising, dann das doch unten in den Kommentaren mal einschreiben. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! So, dann kommen wir mal zum ersten Fakt über Shisha. Das Wort Shisha geht auf das persische Wort zurück, Shisha, und das bedeutet Glas. Ein Glas zum Trinken oder halt ein Behälter unten von der Shisha. Indien ist das Ursprungsland der Wasserpfeife. Es wird vermutet, dass man die erste Shisha mit der Kokosnuss-Bambusstock gedämpft hat. Dann kommen wir mal zu Fakt Nummer 3. Deutscher Shisha-Tabak hat nur 5% Feuchtigkeit. Das ist etwa so viel wie eine Ziege hat, also ziemlich wenig. Echt scheiße zum Rauchen. Habe ich auch schon selber ausprobiert. Deutschland darf nicht mehr wegen ihrem Tabakschutzordnung. Ist ja auch kein Wunder, dass daher der Tabak vom Ausland bevorzugt und importiert, wo 40% Feuchtigkeit hat. Vom Ausland, vor allem von Ägypten, der ist ziemlich gut. Und auch der, den wir ja hier in der Schweiz verkaufen, ist wirklich guter Tabak. E-Shisha, die kein Nikotin enthalten, fallen nicht unter Jugendschutzgesetz. Das heisst, im Klartext kann der Verkäufer selber entscheiden, an wem er seine Shisha vertickt. Wieso habe noch ich keine? Dann kommen wir mal zum Fakt Nummer 5 und auch zum letzten Fakt. Die beliebtesten Tabak momentan sind gerade gemischte Tabak, also mehrere Tabaksorten miteinander. Tabakgeschmack. Zum Beispiel Love 66, die ist momentan gerade ein rechter Trend. Der hat Wassermelone, Erdbeer und Minztin. Wirklich ein super Tabak, rauche ich auch immer selber, kann ich nur weiterempfehlen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schöne Woche und bis nächstes Mal. Be Chris Alive.